Ein Flug über Südafrika, nur mit einem Campingstuhl. Die Opfer einer Säureattacke sprechen mit uns. Und eine Schießerei in Hannover. Nur drei unserer Themen jetzt. Hallo Deutschland am Dienstag, schön, dass Sie mit dabei sind. Der Täter, der ist noch auf der Flucht. Am helllichten Tag kommt ein Mann in Hannover aus einem Park und schießt unvermittelt auf zwei Fußgänger. Hier bei Hallo Deutschland sehen wir ganz oft Bilder von schrecklichen Unfällen, aber bei diesem schweren Crash wird einem die Wucht des Aufpralls besonders bewusst. Ein 29-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und kommt in einer Kurve kurz von der Fahrbahn ab. Und dann passiert es. Zunächst ist es ein klassischer Nachbarschaftsstreit, der dann aber vollkommen eskaliert. Ein Pärchen und ein älterer Nachbar geraten aneinander. Dann holt der 64-Jährige eine Flasche mit ätzender Säure aus seiner Wohnung und attackiert das Paar. Wir haben schon mal über diesen Fall berichtet. Jetzt reden Gerrit Kraft und Maria Reif mit uns über ihre Verletzungen. Wo ist die 6-jährige Ella aus Sachsen? Nachdem ihrem Vater von einem Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen worden ist, verschwindet die Mutter mit der gemeinsamen Tochter. Und seit Mai fehlt jede Spur von den beiden. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche. Schweden jubelt, Italien weint. Denn nach dem 0:0 gestern steht fest, Italien ist nicht für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Sie werden es mitbekommen haben. Und was machen wir jetzt mit dieser Info? Jubeln wir oder haben wir vielleicht doch ein bisschen Mitleid? Um das zu klären, haben wir Achim Winter losgeschickt. Bonjour. Schlagartig sind die Bilder wieder da. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. So geht's vielen Kommissaren, wenn sie sich an besonders grausame Fälle erinnern. Immer wieder stellen wir Ihnen hier bei Hallo Deutschland Ermittler vor, denen manche Morde einfach nicht aus dem Kopf gehen. So wie heute Kommissar Lipphaus. Er suchte den Mörder der 16-jährigen Stefanie. Ja, und wir kommen zu einem komplett anderen Thema. Jetzt gibt's nämlich Sonne, und zwar für alle Sinne. Franz Kraus lebt auf Mallorca und hat einen Traumberuf, bei dem es immer gut riecht, schmeckt und aussieht. Ja, und bei uns geht's jetzt weiter mit Tom Morgan. Der ist auf den ersten Blick komplett lebensmüde. Er nimmt sich nämlich einfach ganz schön viele Heliumballons, so wie diese hier. Zugegeben definitiv mehr als diese hier. Und einen klapprigen Campingstuhl und fliegt damit dann über Südafrika. Kein Scherz, der Mann ist über 2000 Meter hoch unterwegs und sitzt dabei, wie beim Angeln, in seinem Klappstuhl. Ja, hier geht die Reise jetzt auch weiter, und zwar nach München zu meiner Kollegin Karen Webb. Und Leute, heute gute Unterhaltung mit den News von den Promis und bis morgen um 17:10 Uhr. Tschüss.